Prozent. Thank you.
20. Spielminute, die Gäste erhöhen auf 14:0. Torschütze, die Nummer 21, Kacper Rutschbego. 14:0 hat die Spielvereinigung Greuther Fürth ihr erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung 2014-2015 beim TSV Vestenbergskreuth gewonnen. Und wir sprechen jetzt mit unserem Stürmer. Drei Tore hat er geschossen. Neuzugang Kacper Spilko. Und ja, jetzt natürlich die erste Frage: Wie war das Debüt im Kleeblatt-Dress? Ja, ich freue mich. Also super Einstand persönlich für mich. Ich freue mich, dass ich jetzt drei Tore schießen durfte. Hat super funktioniert in der zweiten Halbzeit, vor allem mit Modrinski zusammen. Er hat heute 5 gemacht. Jetzt ist er mit 2 Zählern vorne, aber hat echt Spaß gemacht heute. Das Ergebnis in solchen Vorbereitungsspielen natürlich traditionell nicht das Entscheidende. Man schaut stattdessen ein bisschen auf die Spielweise. So jetzt ganz kurz nach dem Trainingsauftakt, ihr seid ja erst 2 Tage bzw. heute den 3. Tag zusammen. Ist wahrscheinlich eher so das Kennenlernen der Kollegen, wie spielen sie, wie agieren sie, wie sind sie auf dem Feld im Vordergrund, oder? Ja, richtig. Also am Anfang geht es einfach darum, alle kennenzulernen und dann vor allem im Spielrhythmus zu sein und dann zu sehen, wie wir auf dem Platz agieren. Und da müssen wir erstmal alle reinfinden und uns alle kennenlernen. Und wenn es dann klappt, dann denke ich mal, wird das auch gegen die etwas besseren oder guten Mannschaften auch genauso gut klappen. Du sprichst den Spielrhythmus an, der ist ja relativ hoch gleich. Morgen geht es weiter bei der Spielvereinigung Bayernhof dann. Macht mehr Spaß als zu trainieren. Klar, auf jeden Fall. Was fühlt man sich mehr, wenn man die ganze Zeit spielen darf? Es ist zwar ein bisschen anstrengend, wir haben morgen früh auch wieder Einheiten und dann geht es zum Spiel weiter los, aber wir freuen uns alle auf das Spiel und ja, ich hoffe, dass es dann genauso erfolgreich ist wie heute. Dann machen wir noch ein bisschen einen weiteren Ausblick auf die Saison. Wenn die Fans das erste Mal deinen Namen im Stadion dann aussprechen dürfen, vielleicht kannst du ja gleich jetzt mal verraten, wie machen sie das dann richtig? Wie sie möchten, also ich heiße Kacper Pschibilko und ausgesprochen wird es einfach wie, wenn der Lehrer einfach in die Schule kommt und sagt Psch und einfach ein Bilko hinterher, aber die können mich ruhig auch alle Pritsche nennen, vielleicht finden die da eine Lösung und dann kürzen die meinen Namen einfach ab. Okay, Pritsche, dann sagen wir erstmal vielen Dank, wünschen noch einen schönen Abend und dann freuen wir uns alle schon morgen auf das Testspiel bei der Spielvereinigung Bayernhof. Schönen Tag euch noch.